Ich habe irgendeine Information bekommen, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Wohin dieser Lawrence Washington seinen Arsch setzt? Er hat Arsch gesagt. Richtig in Rage. Er ist Templer und ein Politiker. Ist doch klar. Gut. Anker lichten. Was erlaubt sich der Chevalier, uns so rumzukommandieren? Wir sind Assassinen, so wie er. Er hat mehr Erfahrung und er kennt die Gewässer besser, Shane. Deshalb hat er hier gesagt. Nun, er hat mich auch schon in der Siedlung rumgescheucht. Ist er ein Trüffelschwein, das das Land besser kennt? Zeig mir Respekt, Jay. Mir gebührt auch Respekt, Liam. Ich halte meinen Kopf hin wie alle von uns. Ja, doppelt so oft scheint es. Aber das reicht nicht. Der Chevalier überlegt, bevor er eine Entscheidung trifft. Seine Erfahrung gibt ihm dieses Recht. Ich frage mich, wie viel Erfahrung ich brauche, bevor ich über Schlafen oder Handeln entscheiden darf. Ich schwöre, Liam, manchmal fühlte ich mich als Kind erwachsener als jetzt. Wir schliefen hart und bettelten um Essen, aber wir konnten entscheiden, wo und wann. Ja gut, ich sag mal, man muss immer so ein bisschen, natürlich musst du deinen Vorgesetzten respektieren und ein bisschen mehr Respekt gegenüberbringen, aber wenn halt kein gegenseitiger Respekt vorhanden ist, also sprich, dass er dich behandelt wie ein Schwein oder sowas, ja, dann kann ich natürlich auch verstehen, dass man irgendwann mal sauer auf den jeweiligen Chef ist. Bei mir war es ja nichts anderes als der einfache Grund, warum ich bei meiner alten Arbeit abgehauen bin. Und da mich da einfach nur verarscht habe, bis zum geht nicht mehr. Das darf sie halt nicht mit mir machen. Ich bin halt, ja. Ich war dafür jetzt zwar ein Jahr lang arbeitssuchend, also muss jeder für sich selbst halt entscheiden. Aber für mich war es durch die Entscheidung damals. So. River Valley müssen wir jetzt hin, oder was? Ja. Gehen wir mal da hin. Oh. Schiffen da hin. Tschüss. Oh, wir können unsere Figur sehen. Yay. Ey, sieht so hölzern aus. Sorry, aber es ist echt schlecht. Da sahen die anderen hübscher aus. Das sieht echt alles so aus, als wenn das einfach nur eine Figur wäre. Also sprich so eine Holzfigur, so eine Keramikfigur, sowas. Es lädt und speichert. Ah, hier ist es doch schöner. Oder auch nicht. Direkt mit einem Blitz begrüßt, ey. Okay. Das ist noch zu stark. 50 Holz. Scheiße, das wäre geil gewesen jetzt. Na gut. Werkstoff, das lohnt sich mal wenigstens hier die Fahrt anzunehmen. Bei Blackfell kriegst du dann ein Metall oder so ein Scheiß mal. Wenn du wirklich nicht brauchst. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Wo ist denn hier Land? Wo bin ich denn hier zerschellt? Hier ist offen, scheiß Dreck. Ach, fick mich doch. So, da hinten haben wir ein Fragezeichen. Lassen wir das Fragezeichen mal Fragezeichen sein. Andenken. Ja, hier ist es schöner. Und glitschiger anscheinend. Schreiten Sie in der Geschichte voran, um diese Aktivität freizuschalten. Welche Aktivität? Über diese Dinge hier zu springen. Das ist doch keine Aktivität, das ist unnötig. Hauptsache, die haben einfach mal orangene... Was ist das, Bettlaken? Ja, hätte was dagegen, wenn ich ihn anbohre? Okay, wie sinnlos.
Okay. Da darf ich? Dann gib mal her. Fußballer. Das war jetzt irgendwie cool. Okay, warum auch immer der jetzt hochgestanden ist und ich ein. Was ist das? Die leben doch noch. Nein. Nein. Fünf Kugeln. Morgen. Na? Gute Nacht. Ich verschaffe nur neue Arbeitsplätze. Mehr mache ich auch nicht. Okay. Machen wir mal da hoch. Aber das mit der Schlafding, das war cool. Jetzt haben wir auch wieder ein paar Kugeln, siehste. Freue ich mich doch. Haben uns das gespart. Na, mein Güster. Ja? Ah. Die Templer tun alles, um die Artefakte zu verstehen. Ihre Spione waren schon bei vielen Wissenschaftlern in New York. Und sie haben auch mit vielen Stämmen darüber gesprochen. Ja, sie haben das Manuskript herumgezeigt. Aber niemand konnte es lesen oder die Bilder entziffern. Doch wir haben einen Namen. Wir wissen, dass Lawrence Washington das Manuskript verschickt hat. Lawrence Washington. Geschäftsmann, wichtiger Politiker und hochrangiger Templer. Ah ja, ich hörte, er sei aus der Karibik zurück. Meine Leute sahen seinen Diener ein Paket annehmen. Dann wird ihm dieses Paket unverzüglich übergeben. Shay findet heraus, was es ist und findet Washington. Es wird Zeit, dass wir die Wahrheit erfahren. Auf zu Morrigan. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist dieser Knackpunkt, weil es ist klar, in Roach, da spielt man einen Verräter. Dass wir da irgendwie umgeswitcht werden. Ich weiß es nicht. Okay, wir müssen doch hier irgendwo mal so einen Aussichtspunkt haben. Nein, nicht ansatzweise. Und hinten haben wir ein Shanty. Meins? Wo ist es? Da ist es. Huch, wo plötzlich sind wir auch mal so Gegner. Morgen. Die fühlen sich so cool wahrscheinlich. Oh, wir sitzen hier und machen Teekämpfe oder sowas. Total abgeschieden hier. Sag ich doch. Assassin. Total unbeholfen, wenn Steine im Weg sind. Ist ja unglaublich. Der Krieg ist so einfach. Nein, soll's da oben bleiben. Genau. So. Da rum. Das ist fein. Scheiße, was ist denn hier los? Das ist ja geil. Ui. Was für ein Zufall. Halbfertige Brücke. Wow. Wow. Alter, wie schnell ist das Ding unterwegs? Nein, Steine! Fuck! Oh Gott sei Dank, wir konnten drauf rumlaufen. Steine. Bester Feind. Hop. Lowlands away. Okay. Bleiben die Länder weg. Rassistisch. Gesundheit. Nein, Steine! Oh, Junge, gleich rutscht aus. Schon was? Schreiten Sie eine Geschichte voraus, um die Aktivität freizuschalten. Was für eine Aktivität? Erst sollte ich da auf Holz drauf springen. Das ist eine Aktivität, dann hier runterspringen soll eine Aktivität sein. Was sind das für Aktivitäten? Das sind ja alles halsbrecherische Abenteuer hier. Cool. Ja. Hoch. Objekt auf ihn. Objekt auf ihn. Das Objekt werfen.
Bleib liegen. Nein. Ich würde sagen, hier ist nicht auch noch Schnee, oder? Boah, geschafft. Ich bin der Beste. Hui. Oh. Hätte ich gar nicht gewusst. Ja. Hat der gepasst dann. Sollen wir unnötig machen? Ja, unnötig. Mit ein bisschen Glück führt uns das Schiff direkt zu ihm. Ich mache mir mein Glück, Liam. Und Washingtons geht zu Ende. Na, da wäre ich mir mal nicht so sicher, mein Freund. Das sollte ganz nah sein, Captain. Ei. Da ist es. Also, Männer, Zeit, ruhig zu sein. Seesegel rein. Lawrence Washington ist ein mächtiger Geschäftsmann, Sklavenhalter und hoher Templer. Letztes Jahr haben wir seine Spur verloren. Ich habe erfahren, dass er in Barbados war, konnte das aber nicht bestätigen. Jetzt glaubt ihr, er hat etwas mit dem Raub der Artefakte zu tun, nicht wahr? Ich traue es ihm zu. Haiti ist nicht weit von Barbados und seine Rückkehr in die Kolonien überschneidet sich mit der Ankunft der Artefakte. Wir können den Templern die Kolonie nicht überlassen. Es liegt jetzt ganz allein bei uns. Was auch geschieht. Lawrence Washington muss sterben. Gleich auf Land, Sir. Ich werde dafür sorgen. Oh, eins guckt uns doch direkt an, ey. Drehsegel einholen! Öffnet die Hauptsegel! Nehmen wir Fahrt auf! Sie kommen uns einholen und aufgeben! Ne, auf geil. Ja, fuck it, wir hätten andersrum gemusst. Scheiße! Wurde ich entdeckt? Ich wurde entdeckt, dude. Was? Strichwurst activated. Oh, ich sicher. Was? Eine halbe Stunde nachdem ich aufgestanden bin. Direkt zocken. Ei. Also, Männer. Zeit, ruhig zu sein. Okay, gut, diesmal müssen wir ein bisschen als in Lumpen fahren. Letztes Jahr haben wir seine Spur runter, drunter, herunter. Ich habe erfahren, dass er in Barbados war. Konnte das aber nicht bestätigen. Jetzt glaubt ihr, er hat etwas mit dem Raub der Artefakte zu tun, nicht wahr? Ich traue es ihm zu. Haiti ist nicht weit von Barbados. Und seine Rückkehr in die Kolonien überschneidet sich mit der Ankunft der Artefakte. Wir können den Templern die Kolonie nicht überlassen. Es liegt jetzt ganz allein bei uns. Was geschieht? Hi. Lawrence Washington muss sterben. Ich werde dafür sorgen. Ach, gut in Sicht, Captain! Zwei Meter, jetzt fängt es doch hier auch an. Sechs Tabak. Zwei Tabak. Haha, sind wir clever. Gut, dass wir diese Route hier genommen haben. Sonst hätten sie uns vielleicht die ganze Zeit... Das wird nichts. Shay, ihr müsst dem Schiff an Land folgen. Das werde ich. Segelt ihr mit der Morrigan außenrum? Hi, Captain. Folgt dem Paket und findet Washington. Warum muss ich das machen? Ich bin der fucking Captain. Sollen die doch da langlaufen? Nein. Ich bin der Captain. Ich muss das Schiff verlassen. Und denkt an meine Worte, Shay. Ja. Washington muss sterben. Ja, Washington stirbt. Bla. Ich nehme kein Bad. Nein! Ja, Leute, wir haben schon verkackt. Das sind Steine. Geht doch nicht hoch. Sorry, aber darauf reite ich jetzt die ganze Zeit rum. Oh, wir haben den Stein besiegt. Kann ich mich nicht einfach an ein Schiff dranhängen und dann einfach da unentdeckt dranbleiben? Doch, kann ich auch. Das wäre viel sinnvoller. Weil dann sehen sie mich auch nicht. Ich wäre direkt auf dem Schiff drauf. Dann würde das passen. Beeil dich mal ein bisschen hier, Junge. Hopp. Beeil dich. Achso, wir sind eh jetzt da. Na gut, dann nutzt es ja eh nicht.
Komm schon, Stein. Sei mein Freund. Ja, der Stein war mein Freund. Das ist aber eine coole Variante hier. Wie unnötig scharfkantig ist das denn geschnitten hier? Ab jetzt ist natürlich Sperrgebiet.